So frisch dabei, ausgeschlafen, mal eben hier in der Übersicht. Wir sind immer noch Minecraft 1.1, das wisst ihr ja sicherlich. Wir gehen mal in Texturpacks rein. Da habe ich noch ein bisschen was reingeballert. Equilibrium haben wir die ganze Zeit gespielt. Faithful kennt ihr. Herr Sommer habe ich irgendwann mal wieder runtergeladen aus Langeweile des Facts. Mein absolutes Favorite sozusagen die ganze Zeit. Jetzt machen wir Minecraft Enhanced. 256er Pack. Habe ich irgendwie mal gesehen, dieses Vorschaubild sieht so scheiße aus, dass ich es gar nicht ausprobieren wollte, aber es dann doch getan habe und muss sagen, der ist auch ganz nice. Der orientiert sich sehr, sehr stark an den Originaltexturen, nur natürlich eben mit 256 mal 256 Pixel und das ist natürlich schon geil. So, er hat eine Weile gebraucht, um das umzuschalten. Ist ganz nice, finde ich persönlich, ja. Hat was. Nicht so stimmig wie ein Sfax oder so, aber brauchbar. So, nix Multiplayer. Singleplayer. Was dauert denn jetzt hier wieder so lang? Hallo! Ich brauche einen neuen Rechner. Was ist hier los? 20 Frames geht ab. So. Tja, ihr seht schon, das Bett ist der Klassiker, ja. Und auch so die Texturen sind sehr, sehr stark an die Originaltexturen angelehnt, nur halt eben logisch mit höherer Auflösung. Ja, in der Tat. Okay, die Bricks sind ein bisschen hell geworden, finde ich. Also die sind jetzt nicht so schön dunkel, wie man sich so Backsteine vorstellt, sondern das ist so vielleicht, das hat ja schon hier einen rosa Touch, das Ganze. Das ist ja schon gay-mäßig hier. Das ist jetzt der Gay-Club. Okay, der Sandstein ist wieder ganz hell, so wie im Original auch war. Das, okay, ja, sieht alles wie das Original aus, nur schöner, sozusagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen ja hier rumgehen, wisst ihr ja. Ja. Oh, guck mal hier, das Feuer sieht ja auch gut aus. Die Kohle da. Geil. Ach, jetzt weiß ich wieder, was mir nicht gefallen hat. Das hier. Daran sieht man immer, dass das Originaltextur ist. Aber wem ist das denn eingefallen? Die Original-Pumpkins, die sind ja mit schwarzen Augen und Mund. Das geht ja gerade noch so durch. Ja? Aber wer hat denn das einfach gelb gefüllt? Das sieht ja so scheiße aus, dass ich gar keine Pumpkins mehr benutzen möchte. Das können wir übrigens abhängen. Machen wir später. Die Tür ist auch ganz nett. Der Strich da in der Mitte ist wohl nicht beabsichtigt gewesen, aber gehen wir mal hier runter. Gravel sieht jetzt auch nach geilem Kies aus. Oh, was denn hier passiert? Knochen für die Welt. Ja, hier. Das geht ja gerade noch so durch. Aber das mit dem einfach gelb füllen, also das ist ja sowas von lieblos. Das ist ohne Worte ist es, ja. An dieser Stelle gehört jeder Designer bestraft. Oh. Oh. Check the Cobblestone hier. Cool sieht der aus. Ist ja einfach ein Foto, würde ich mal sagen. Zäh, muss ich mal driften hier. Geil. Macht Fun das Ding. Wir sollten eine Jackpot-Maschine bauen. So ein. Irgend so ein. Einarmigen Bandit-mäßig. Den können wir das nächste Mal bauen. Aber erstmal müssen wir uns überlegen. Wie wir da oben. Was ist das denn hier? Okay. Das ist wohl Redstone. Sieht ja sehr strange aus, finde ich. Da sind sie gar nicht verbunden. Also es ist auch ein bisschen seltsam geworden, der Redstone. Muss man schon sagen. Sieht zwar so jetzt aus so ein bisschen wie Kabel, aber die passen gar nicht aufeinander hier, die Texturen. Die kann man gar nicht aneinander stückeln. Wie sieht denn das aus? Okay. Dafür sind die Cobblestones natürlich Bomben, ist klar. So, jetzt muss ich überlegen, wir brauchen auf jeden Fall. Pam, 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 pam. Angstgeräusche. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten das 5 machen. Könnten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da haben wir schon die richtige Länge. Ich glaube, wir werden die Kaktusfarm, machen das doch wieder weg, anders bauen. Bisschen stört mich jetzt das Ding hier, ehrlich gesagt.
Das ist jetzt natürlich Grütze. Können wir das auch nicht anders bauen? Bam! Ach nee, weil ich ja da oben drüber gehe. Fuck. Was ist das hier eigentlich schon wieder? Huch! Da drin ist ja hohl. Na, so ein Zufall. Ja, weil da natürlich das Ding drüber geht. Verkackt! Sauerei hier. Ja, schade. Denn wir müssen ja Knochen weg, Sand hin. Und hier ist genau das Problem bei der Sache. Hier fließt dann das Wasser eins weiter. Das ist doch scheiße jetzt! Das haut nicht mehr hin. Ich habe doch vorhin richtig gezählt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Gut, wir könnten natürlich jetzt hingehen und sagen, ah, wir machen hier vorne einfach ein paar Schilder hin. Und dann passt das schon. Aber wie sieht das aus, wenn das Wasser hier so komisch drüber fließt? Das ist doch nicht mehr schön. Verkackt. Ja, was bleibt uns für, was habe ich für eine Wahl? So, und von hier oben, wenn ich das hier eins weitermachen würde, wäre das dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier müsste dann eine Wand hin. Ja, ist klar, ergibt sich ja schon aus dem anderen Ding. Wenn ich hier Kakteen hinmachen wollte, ja, das würde ja genau hinhauen. Ja, dann muss das halt so sein, liebe Kinder. Bildungsauftrag und so Scheiß. Hier zu das Ding. Hier könnten wir auch hingehen. Das übrigens so machen, ne? Nur mal so am Rande, ne? Könnte man ja auch so machen, wa? Ja, finde ich irgendwie schöner. Flubbomat! Hier mal so eben lang da. Was ist denn hier los? Ach, da habe ich einen vergessen. Weil dann können wir nämlich das hier abreißen. Die Maschine noch schmaler. So, nächste Frage. Muss das hier sein? Nö, nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig. Wir reißen hier die ganze Bude ab. Guck mal, was geil. Aber hier, glaube ich, geht es nicht mehr, weil da die Kabel langlaufen. Hier wird nicht einfach alles zugemauert. Komm mal dahin. Na, hier ist nur das eine Kabel sozusagen, was hier lang läuft. Das habe ich auch schon überlegt, ob ich das hier oben sozusagen über Kopf mache. Wenn hier so läuft, könnte man das machen. Aber das sind Schönheitsmaßnahmen, um die wir uns später kümmern. Pam, 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 pam. Wenn hier so Wasser läuft. Das hier hinmache, dann hier hinmache und hier hinmache. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal irgendwas. Ne? Ist besser, wie nichts zu machen auf jeden Fall. I have to think about this bullshit. Moment mal. Das ist das Schöne, wenn man so live spielt und nicht vorbereitet, ja? Einfach mal hingehen und bauen. Und wenn es dann nicht klappt, dann bauen wir es halt wieder um. Das wäre das Schöne an Minecraft. Das geht ja alles verhältnismäßig verlustfrei, sozusagen. So, hier sollen dann später unsere Kakteen drauf. Ich weiß noch nicht, das Problem ist immer der Wasserlauf bei der ganzen Scheiße. Habe ich eigentlich nur einen Eimer? Das ist jetzt schlecht.
Das Problem ist immer so ein bisschen der Wasserlauf bei diesen Dingern jetzt. Ich habe das schon mal in einem Kreativ ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe, das Level. Wie das Wasser denn schön zu laufen hat. Bei so einer Kaktusfarm. Im Multiplayer habe ich das ja auch gemacht. Stimmt, da könnte ich auch nachschauen. Aha. Denn das ist eine ewige TÜV. Okay. Das ist ein Sandblock übrigens. Das. Geile Nummer. Das ist ein bisschen eine ewige Tüftelei. Mit dem Sch. Was ist das? Ah, Weed. Okay. Damit das Wasser so läuft, dass es am Ende auch alles mitnimmt und so und nirgendwo hängen bleibt. Und was wollte ich jetzt eigentlich? Ein Eimer. Ach, crazy. Guck mal, hier haben wir da jede Menge Eimer. Ja. Ich weiß noch nicht so genau. Haben wir eigentlich eine Wasserquelle? Ach, oben, ja, genau. Oh! Monsterfalle! Geil! Die könnten wir auch nochmal 20 Etagen nach oben und unten bauen. Dass die immer besser funktioniert. Ordentlich was abwirft. Warum ist hier eigentlich Stein und keine Erde? Wie sieht denn das aus? Aber es kommt sowieso später alles weg. Nur mal so, schon mal als Vorgeschmack. Dass ihr das wisst. Denn wir brauchen ja noch eine Wheatfarm. Und eine Wheatfarm, also eine Getreide. Es wird ja schon wieder dunkel. Eine Getreidefarm muss man ja immer neu besäen. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich will jetzt die Eimer noch schnell machen. Die muss man ja neu besäen. Das klingt fast wie besamen. Entschuldigung. Liebe Kinder, das hat irgendwas mit Natur zu tun. Ja, jedenfalls, Moment, ich muss jetzt mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. Ach ja, blöd auch. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Hier funktioniert das noch superb und hier fließt schon kein Wasser mehr dazwischen. Und der Kaktus, der da landet, den kriegen wir nicht. Da muss ich mir jetzt wieder was ausdenken. Später dann. Und hier habe ich auch einen Fehler gemacht, denn das soll ja in einem Rutsch hier durchfließen, sozusagen, ne? Also wieder weg mit der Scheiße. Wasser? Okay. Hier ist ja irgendwo unser Becken, oder? Ja. Ha! Geil. Ja, muss man neu besamen. Ja, genau. Damit da eben wieder was wächst, ne? Muss ja ein neues Seed rein. Neu beseeden muss man die sozusagen. Schon wieder schlafen, verdammte Axt. Und deswegen mache ich das nicht ganz nach oben, was jetzt ja die logische Folge wäre, das oben drüber zu bauen, weil da müsste ich jetzt mal raufkraxeln und da die neuen Seeds hin machen, sondern das baue ich unten drunter. Dumm sind wir ja nicht, ne? So, in diesem Sinne, gute Nacht. Bei schöner Minecraft-Musik. Gute Nacht, liebe Kinder.